Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. 3 Spieler aus der englischen Woche habe ich mal prognostiziert. Viel Spaß dabei, danke fürs Reinschalten und los geht's mit Stuttgart gegen Bayern. Der FC Bayern München macht aktuell nur das, was nötig ist in der Bundesliga, der VfB Stuttgart. Allerdings schwimmt gerade auch auf so einer leichten Erfolgswelle das 2:0 beim VfL Wolfsburg. Das hat doch durchaus Respekt verdient. Und sie starteten auch besser als der FC Bayern München. Freistoß in der 9. Spielminute. Förster mit der ersten Torannäherung. Es gab schon das ein oder andere Spiel in der Vergangenheit hier in der Mercedes-Benz Arena, in dem der FC Bayern doch hier und da seine Probleme hat, auch wenn das hier kein sensationeller Freistoß war. Es zeigte doch, dass der VfB sehr aktiv war und nach einer halben Stunde gab es eine ähnliche Freistoßposition. Wieder Förster, wieder zu hoch anvisiert. Ja, das waren so die Highlights. Nichts Mickriges, aber auch eben nicht das ganz Große, deutete aber eben auch darauf hin, dass der FC Bayern doch sehr lethargisch wirkte hier und da. Kurz vor der Pause aber kamen sie dann mal mit Lewandowski, Thomas Müller, der raus zu Coman. Abschluss Leroy Sané 0:1. 42. Minute. Fußball kann so grausam sein, der VfB Stuttgart muss es erfahren, liegt nach einer richtig guten Halbzeit mit 0:1 hinten. Der FC Bayern München hat seine einzig wirklich gute Torchance eiskalt genutzt. Springen wir in Durchgang 2. Upamecano mit einem kleinen Solo. Musiala legt den Ball nochmal quer zu Tolisso und der schließt ab aus der zweiten Reihe. Müller im Tor kann den Ball parieren und hat ihn dann auch im Nachfassen. Tolisso, der war ja noch fraglich, aber hat es dann doch rechtzeitig geschafft und stand wieder in der Startaufstellung. Macht den guten Job da in der Zentrale. Noch etwas weniger als 10 Minuten zu spielen. Plötzlich mal der VfB Stuttgart. Koulibaly in der 83. Minute. Man dachte, das würde jetzt hier einfach so zu Ende gehen. Der FC Bayern schaltete in den Verwaltungsmodus und kassierte die Quittung. Und der VfB jetzt angetrieben. Koulibaly. Mangala, Koulibaly in die Mitte zu Marmoush und der setzt sich durch. 89. Minute, 2:1 für den VfB Stuttgart, unfassbar. Ganz spät drehen die Schwaben noch das Spiel und sie gewinnen tatsächlich mit 2:1. Ein unglaubliches Finale. Der FC Bayern München zuverlässig am Ende, geht mit leeren Händen nach Hause. Borussia Mönchengladbach erlebt eine Horrorphase aktuell. Eintracht Frankfurt hingegen, mittlerweile sind sie in dieser Bundesliga-Saison mit Oliver Glasner angekommen. Nun ausgerechnet bei Adi Hütter und Gladbach zu Gast. Der Ex-Frankfurt-Trainer konnte jubeln in der 18. Spielminute. Mbolo schließt da ab aus 16 Metern, sieht Kevin Trapp nicht so richtig glücklich aus. Frankfurt, ja, da kann man etwas läppisch sagen, okay, die kommen vielleicht erst oder fangen erst richtig an, wenn sie hinten liegen. Gegen Bayer Leverkusen konnten sie das ja eindrucksvoll unter Beweis stellen, aber hier verschliefen sie die erste Halbzeit komplett. 38. Minute, gerade die nächste Chance, Borussia Mönchengladbach mal mit einem guten Auftritt. Hatte man so in der Art und Weise lange nicht mehr gesehen. Skelly, Zakaria, der Ball am Ende bei Mbolo. Kevin Trapp diesmal mit einer starken Parade macht sich groß und verhindert das 2:0. Ein dominanter Auftritt der Fohlenelf und vollkommen verdient das 1:0 zur Pause. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, beziehungsweise es war eigentlich ganz andersrum zu erwarten. Frankfurt aber mit der breiten Brust konnten sie nicht mehr so viel anfangen. Es war aber eben auch zuletzt sehr anstrengend. Europa League hier und da. Borussia Mönchengladbach hatte das nicht und konnte sich jetzt auf die Liga konzentrieren und nutzte das in der 57. Minute. 2:0, Alassane Player. Man merkte auch Hasebe in der Verteidigung mit dabei, nicht Hinteregger. Das macht doch schon etwas aus.
Frankfurt kam dann aber besser rein. Wie gesagt, es muss vielleicht erst 0:2 stehen. 60. Minute, Boré. Mit einem Abschluss, der sich gewaschen hat, aber Jan Sommer streckt sich dann. Auch Jan Sommer, der ja gegen Leipzig wirklich dauerhaft beschossen wurde. Hier blieb er erstmal mit einer weißen Weste und das war auch eine Viertelstunde vor dem Ende noch so, auch wenn Frankfurt hier nochmal nachsetzte. Kamada zu Boré und ein letztes Mal Jan Sommer in der 78. Minute. Es sollte irgendwie nicht sein für Eintracht Frankfurt unter der Woche bei Flutlicht im Borussia-Park. So blieb es beim 2:0. Geht auf jeden Fall in Ordnung, der Sieg, auch wenn Frankfurt nicht 2 Tore schlechter war. Für den BVB galt es nicht, noch gegen den zweiten Aufsteiger nur unentschieden spielen oder gar verlieren. Greuther Fürth, ja, mit Bochum hochgekommen, zuletzt gegen Union Berlin mit dem ersten Heimsieg der Bundesliga-Geschichte und auswärts, ja, läuft es nicht viel besser, das wäre übertrieben. Aber auswärts treten sie dann doch irgendwie anders auf. Hier die erste Möglichkeit, gehörte auch den in Blau spielenden Gästen. Kobel muss sich da mal beschweren. Ja, das war kein guter Beginn der Schwarz-Gelben. Sie kamen dann aber doch besser ins Spiel. Julian Brandt, Dahoud und Erling Haaland. Ansatzlos dieser Schuss, 26. Spielminute und Sascha Burchardt muss sich ganz lang machen. Fürth extrem tief. Dortmund tat sich schwer, sich da durchzuspielen. Ja, eigentlich durchgängig im Angriffsmodus gegen Bochum gewesen. Da haperte es an der Chancenverwertung. Hier spielten sie sich gar nicht so viele Möglichkeiten raus. Mal eine Standardsituation. Reus, der wird erstmal von Nielsen geklärt, aber Dahoud macht es nochmal scharf. Und Hazard hat auch einen guten Schuss im Petto, aber Sascha Burchardt war nicht zu überwinden. Spielte ja auch am Sonntag gegen Union Berlin beim angesprochenen 1:0 dementsprechend torlos. Seinen Kasten hielt er sauber. Richtig starke Leistung. Jetzt der BVB natürlich gefordert. Hier war ein Sieg Pflicht. Ganz logisch, ganz klar. Und der Knoten platzte in der 65. Minute. Erling Haaland, wer auch sonst, gibt aktuell nicht viele. Julian Brandt natürlich immer auch noch zu erwähnen. Vielleicht sogar der Formstärkste. Und hier bekommt er von Haaland den Ball. Julian Brandt. Wow. 70. Minute 2:0. Fürth muss jetzt ein bisschen öffnen. Stand dann viel zu offen. Tolles Tor. 2:0 die Vorentscheidung. Aber Greuther Fürth kam dann tatsächlich doch nochmal. Der BVB, der quasi nicht zu Null spielen kann, stellte das auch hier wieder unter Beweis. Es kam noch das 2:1 von Dixon Abiyama. Mehr wurde es aber nicht. Es blieb beim 2:1. Dortmund erfüllt die Pflichtaufgabe, tat sich am Ende dann aber doch schwerer als vielleicht vorher erwartet. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.